Stellen Sie sich bitte vor. Hallo, mein Name ist Julia Jäger. Ich betreibe zusammen mit meinem Vater einen Legehennenstall mit 24.616 Plätzen. Der Stall wurde erbaut 2010. Wir bewirtschaften 70 Hektar. Davon sind wie viel Hektar Ackerland? Aha. Ist doch ganz egal, 10 Hektar im Freiland. Ach so. Davon sind 10 Hektar für unseren Hühnerauslauf, für unsere Freilandhaltung. Besonderen Wert legen wir auf die Gesundheit des Tieres und das Wohlbefinden des Tieres, denn nur ein gesundes Tier kann auch die Leistungen bringen, die wir davon erwarten. Wir haben eine Verbesserung von 47 Eiern mehr pro eigengestallter Henne erreicht, seitdem wir mit 4Farmers zusammenarbeiten. Und seit wann arbeiten Sie mit 4Farmers zusammen? Seit 3 Jahren. Wir arbeiten seit 3 Jahren mit 4Farmers zusammen. Wir haben die Verbesserung durch eine Neueinstellung der Lüftung erreicht, durch bessere Wasserqualität. Entschuldigung. Auch das gute Futter von 4Farmers hat selbstverständlich dazu beigetragen. 4Farmers unterstützt uns durch eine kompetente Beratung. Unser Futtermittelberater ist jederzeit erreichbar, was für uns ein großer Vorteil ist. Sobald wir etwas feststellen im Stall, können wir unseren Berater anrufen und Fragen stellen und welche Maßnahmen getroffen werden sollen. Besonders stolz sind wir auf unsere lange Zeit ohne das Einsetzen von Antibiotika, auf die Mehrzahl der Eier, die wir erreichen konnten. Nachhaltigkeit spielt in unserem Unternehmen eine große Rolle. Der Hühnertrockenkot wird ausschließlich zur Biogasanlage geliefert. Und unseren Strom erzeugen wir selbst durch Photovoltaik auf unserem Hühnerstall. Für die Zukunft planen wir einen weiteren Stall, eventuell eher im Biosektor. Aber da sind wir noch nicht allzu weit, oder wie sagt man das? In der Planungsphase. Sind wir noch, aber bei dem zweiten Stall befinden wir uns noch in der Planungsphase. Also mein Name ist Eckhard Jäger und wir betreiben, ich zusammen mit meiner Tochter, einen Legehennenbetrieb mit 24.616 Legehennen im Freiland. Das machen wir seit 2010. Ja. Wir sind ein nicht ganz ein reiner Familienbetrieb. Wir haben einen Mann eingestellt für 20 Stunden die Woche. Aber im Grunde genommen sind wir ein reiner Familienbetrieb. Wir legen einen besonderen Wert natürlich irgendwo auf die Gesundheit der Tiere. Ein gesundes Tier bringt optimale Leistung und davon profitieren wir natürlich als Unternehmen. Arbeiten ja mit 4Farmers. Welche Verbesserung der Legeleistung haben Sie in welchem Zeitraum erreicht und wie haben Sie es geschafft? Wir haben unsere Leistung, seit wir mit 4Farmers zusammenarbeiten, erheblich verbessern können. Die Eizahl hat sich um 37% erhöht. Quatsch. Um 47 Eier erhöht. Nochmal. Das würde ja auch gehen, wenn Sie da jetzt einfach mit reinreden. Ja. Das geht ja in dem Moment eben. Nee, es geht ja nicht, weil Sie in einem Mikrofon haben. Das könnte ja mixen dann. 37 Eier, bescheuert. Also welche Verbesserung der Legeleistung haben Sie in welchem Zeitraum erreicht? Also innerhalb von 3 Jahren konnten wir 47 Eier mehr pro Huhn erzielen. Und das ist schon ein ganz gewaltiger Sprung. Wobei wir seit 3 Jahren nicht einmal Antibiotika eingesetzt haben. Was auch schon für sich spricht. Wie haben Sie es geschafft? Über Management, über Futter? Wir haben einen Teil der Lüftung verändert. Wir haben die Wasserqualität verbessert. Und wir haben das Management, das Einstreumanagement verändert.
das so ein bisschen. Wir haben es geschafft. Warum? Haben wir die Lüftung verändert? Den Hintergrund auch noch erzählen. Wir haben die Lüftung verändert, ja. Wir haben die Lüftung verändert, weil unser Vorfarmers Berater uns geraten hat, an der Lüftung was zu tun. Und das haben wir gemacht. Und das hat zu einem deutlichen Erfolg geführt. Haben Sie auch das Futter verändert? Ja, wir haben das. Natürlich haben wir das Futter verändert. Ja. Wir verwenden Dosto-Minerale, was zu einer sehr guten Magenqualität führt. Ja. Und wie hat Frau Farmer Sie bei der Realisierung der Ergebnisse unterstützt? Wir haben eine wunderbare Beratung von unserem Berater Herrn Horstmann. Der ist, falls Schwierigkeiten auftreten, eigentlich immer zu erreichen. Und wir haben seine Vorschläge auch umgesetzt. Hinsichtlich, sagte ich schon, Lüftung und Wasser, sind wir da auf einem guten Weg. Und dann haben Sie sie konsequent umgesetzt? Wir haben seine Vorschläge konsequent umgesetzt. Okay. Worauf sind Sie stolz, wenn Sie Ihren Betrieb anschauen? Wenn ich meinen Betrieb anschaue, bin ich ganz besonders stolz, dass wir seit 3 Jahren nicht einmal Antibiotika eingesetzt haben. Okay. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in Ihrem Betrieb? Zum Beispiel liefern wir unseren Hühnertrockenkot an eine Biogasanlage, die daraus Strom macht. Und unser Dach ist mit einer Solaranlage ausgerüstet. Den Strom für die Anlage machen wir auch selbst. Ja. Ich frage nochmal. Also, du musst dich mit der Nachhaltigkeit wieder reinbringen. Also, richtig. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit bei Ihnen im Betrieb? Die Nachhaltigkeit in unserem Betrieb spielt auch eine große Rolle. Wir verwerten unseren Hühnertrockenkot in einer Biogasanlage. Wir verkaufen den dahin. Der geht alle 3 Tage, wird er abgeholt und verstromt. Und außerdem haben wir unseren Stall mit einer Solaranlage ausgerüstet. Was sind Ihre Zukunftspläne? Wir planen einen neuen Stall im Biosektor. Da sind wir aber noch in der Planungsphase. Können Sie irgendwas schon zur Größe sagen? Ja, das soll denn so ein 12.000er werden mit allen Standards, die von Tierwohl und Auflagen dazu erfüllen sind. Und wollen den auch publikumsmäßig offen halten. Das war's. Okay. Sollen wir noch irgendwas wiederholen? Den Betrieb kurz mal vor. Hallo, mein Name ist Julia Jäger und ich betreibe zusammen mit meinem Vater einen Freiland-Legehennenstall mit 24.616 Plätzen. Der Stall steht seit 2010. Ist es ein reiner Familienbetrieb, haben Sie auch Angestellte? Unser Betrieb ist im Grunde ein reiner Familienbetrieb. Wir haben noch einen Mann eingestellt für 20 Stunden. Was sind denn so die Zielsetzungen? Worauf legen Sie besonderen Wert in Ihrem Betrieb? Ja. Moment, ich muss kurz überlegen. Ganz besonders viel Wert legen wir in unserem Betrieb auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Tieres. Durch regelmäßige Kontrollen und Betrachtung des Tieres sehen wir uns an, was dem Tier fehlt, um im gegebenen Fall gegenagieren zu können. Haben Sie in welchem Zeitraum erreichen können? Wir konnten in einem Zeitraum von 3 Jahren eine Steigerung der Legeleistung von 47 Eier pro eingestallter Henne erzielen. Okay. Und wie haben Sie das geschafft? Über Management, über Fütterfutter? Okay, ich muss kurz überlegen. Ja, wir haben das geschafft. Ja. Zu sagen, dass wir uns am Anfang viele
viele Dinge angeschaut haben, die da verändert haben, Luftung, Wasser etc. Mhm. Ja, genau. Ja, ich muss ja, aber das konnten wir erreichen oder das haben wir geschafft durch, das muss ich ja mit reinbringen. Das muss ich mir jetzt gerade einen Satz für überlegen. Diese Leistungssteigerung konnten wir erreichen durch Veränderung im Management. Wir haben mit 4Farmers uns zusammen verschiedene Dinge im Stall angeschaut, wo einfach Verbesserungsbedarf war, wie zum Beispiel bei der Lüftung oder der Wasserqualität, und konnten dadurch zusammen einiges verbessern. Und wie hat 4Farmers Sie dabei unterstützt? 4Farmers hat uns unterstützt, indem wir... Oh, verdammt nochmal, ich muss kurz überlegen. 4Farmers, sag doch mal was. 4Farmers hat uns unterstützt. Ja, zum Beispiel damals angeschaut, unsere Beratung. Also vielleicht das, was ja Ihr Vater gesagt hat, durch diese, dass Sie es konsequent auch machen, was die sagen. Okay. Ja. 4Farmers hat uns unterstützt durch eine gute Beratung. Als Henning das erste Mal da war, sind wir zusammen durch den Stall gegangen und Henning konnte beim Klimahalt direkt feststellen, dass da was nicht in Ordnung ist. Daraufhin, sag noch mal weiter den Satz. Daraufhin haben wir. Daraufhin haben wir. Okay. Dass wir verschiedene Änderungsmaßnahmen das Klima positiv beeinflussen können. Nein. Das ist zu lang. Das kann ich mir auch nicht merken. Nee. Nach der ersten Beratung. Daraufhin haben wir die Lüftung umgestellt. Mit einem Klimaunternehmen geändert. Also mit der Installationsfirma wieder geändert. Umgebaut. Umgebaut einfach sagen. Okay. Daraufhin haben wir mit der wie heißt diese Firma? Brauchst du nicht einen Namen sagen. Nee, besser nicht. Mit der Lüftungsfirma, genau. Okay. Daraufhin haben wir mit der Lüftungsfirma die Maßnahmen verändert. Ja. Daraufhin haben wir mit der Lüftungsfirma Maßnahmen verändert. Gut. Was ist Ihnen bei dem Betrieb kommen? Was ist für Sie wichtig? Soll ich jetzt billiges Futter sagen? Nee, um Gottes Willen. Vernünftiges Futter. Billig ist immer schon mal falsch. Ja. Das ist wichtig. Ja, dass die Beratung stimmt. Futter, so also wenn das Futter ist muss passen. Ja. Return on Investment. Das, ja. Also was ist bei der Fütterung und bei der Beratung für Sie wichtig? Für die Fütterung und Beratung ist mir wichtig, dass ich mit jemandem sprechen kann, den ich auch immer erreichen kann, wenn ich Fragen habe. Jemanden, der mir auch erklärt, warum wir was jetzt füttern. Super. Worauf sind Sie in Ihrem Betrieb stolz? In unserem Betrieb sind wir stolz darauf, dass wir seit 3 Jahren ohne Antibiotika arbeiten können. Die Tiere gesund sind und wir diese gute Leistung erzielen konnten. Super, super. Spielt Nachhaltigkeit hier bei Ihnen auf dem Betrieb eine Rolle? Nachhaltigkeit spielt in unserem Betrieb eine große Rolle. Der Hühnertrockenkot wird vollständig zur Biogasanlage geliefert und unser Dach ist vollständig ausgestattet mit Photovoltaik, sodass wir unseren Strom selber produzieren können. Ambitionen für die Zukunft? Was stellen Sie sich für die Zukunft vor? Für die Zukunft stellen wir uns vor, einen zweiten Stall zu bauen. Für die Zukunft stellen wir uns vor, einen zweiten Stall zu bauen, eventuell im Biosektor mit einer Größe von ca. 12.000 Hennen. Allerdings sind wir da noch in der Planungsphase. Jetzt werde ich doch zum Profi hier. Jetzt? Ich kann nichts hören. Nochmal. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor. Mein? Sagen Sie, wie und seit wann Sie die Familie Jäger waren.
Soll ich in die Kamera gucken oder nein? Okay. Mein Name ist Henning Horstmann. Ich bin Verkaufsleiter bei 4 Farmers für Legehennenfutter für ganz Nordwestdeutschland. Ich komme bei der Familie Jäger seit dem Jahr 2013. Was noch? Ausschlaggebend für den Erfolg bei der Familie Jäger ist das, dass sie genau das tun, was ich oder der Tierarzt denen sagt und die uns das Vertrauen schenken und diese Tipps und ich sag mal den Rat und die Tat direkt umsetzen. Und dadurch auch direkt. Ich bitte kurz vor und sage, wie und seit wann du den Betrieb Jäger berätst. Mein Name ist Henning Horstmann, ich bin Verkaufsleiter bei 4 Farmers und bin zuständig für Legehennenfutter für Nordwestdeutschland. Ich bin seit dem Jahre 2013 bei der Familie Jäger und beliefere sie mit Futter. Ich habe sie damals kennengelernt auf einem Tag der offenen Tür und haben dann im Anschluss einen Termin gemacht, wo wir uns näher kennengelernt haben. Was ist deiner Meinung nach ausschlaggebend für den Erfolg der Familie Jäger? Ausschlaggebend für den Erfolg der Familie Jäger ist vor allem, dass sie den Rat von mir und von dem Tierarzt und von dem Junkernlieferant direkt in die Tat umsetzen und so auch relativ schnell ein gutes Ergebnis erzielen können. Was macht die Familie Jäger und ihren Betrieb so besonders? Eine besondere Situation auf dem Familienbetrieb Jäger haben wir da wir uns mit dem Stall und dem Auslauf 1 Meter unter dem Meeresspiegel befinden und dadurch enorme Ansprüche an das Auslaufmanagement haben. Es werden ja immer wieder Daten gemessen in Legehennen betrieben. Warum ist es so wichtig, dass genaue Daten erfasst werden? Die genaue Datenerfassung ist so wichtig, da wir zum Beispiel mit dem Futterverbrauch oder den gelegten Eiern direkt sehen, wenn auf dem Betrieb etwas nicht stimmt und wir somit enorm schnell reagieren können, ob es mit dem Futter ist oder mit anderen Managementmaßnahmen und wir dadurch höhere Verluste bzw. höhere oder größere Probleme verhindern können. Julia Jäger ist ein gutes Vorbild. Sie pflegt unser Programm Legemanager in Agroscope sehr schön und kann sich dadurch ständig permanent mit anderen Betrieben, die zum Beispiel auch 4 Farmers Futter bekommen oder auch mit Betrieben, die woanders ihr Futter beziehen, vergleichen und kann dadurch sehen, wo kann sie sich verbessern oder wo sind wir schon ganz gut aufgestellt. Hast du einen Tipp für andere Legehennenhalter? Ich kann jedem Legehennenhalter nur ans Herz oder ich kann jedem Legehennenhalter nur raten, pflegt eure Daten vernünftig. Dann könnt ihr, wenn Probleme auftauchen, schneller reagieren. Ihr verdient mehr Geld, ihr habt eine höhere Rendite und ihr habt bessere Zukunftschancen. Okay? Mein Name ist Henning Horstmann, ich bin Verkaufsleiter für Nordwestdeutschland für Legehennenfutter. Ich komme bei der Familie Jäger seit dem Jahre 2013. Wir haben uns kennengelernt auf einem Tag der offenen Tür bei einem Neubaubetrieb und haben daraufhin einen Vororttermin bei der Familie Jäger in Steinau vereinbart und sind somit ins Geschäft gekommen. War da 4 Farmers? Mein Name ist Henning Horstmann. Ich bin Verkaufsleiter bei der Firma 4 Farmers für Legehennenfutter seit dem Jahre 2000. Mein Name ist Henning Horstmann. Ich bin Verkaufsleiter bei der Firma 4 Farmers für Legehennenfutter in Nordwestdeutschland. Ich komme bei der Familie Jäger seit dem Jahre 2013. Kennengelernt haben wir uns auf einem Tag der offenen Tür bei einem Betrieb, der einen neuen Stall errichtet hat. Dort haben wir dann direkt einen Vororttermin vereinbart und sind somit geschäftlich zusammengekommen. Ja, das ist okay. Ich kann jedem Legehennenhalter nur raten, pflegt eure Daten schnell. Ich kann jedem Legehennenhalter nur raten, pflegt eure Daten regelmäßig und schnell,
kontrolliert diese regelmäßig und gibt sie weiter an euren Futtermittelberater bzw. Tierarzt, damit auch diese Personen über die Daten schauen können und somit mit mehreren Augen das Ergebnis betrachtet wird. Damit werden Probleme schnell erkannt. Nicht lachen. Fertig? Ja. Ich kann jedem Legehennenhalter nur raten. So, jetzt ist Ruhe. So, ich kann jedem Legehennenhalter nur raten, dass sie ihre Daten regelmäßig pflegen und kontrollieren, zum Beispiel mit dem Futtermittellieferanten oder mit dem Tierarzt. Diese miteinander austauschen, bewerten und damit Probleme schnell festzustellen. Damit wird eine höhere Rendite. Ach, das ist doch scheiße. Okay. Ich kann jedem Legehennenhalter nur raten, dass sie ihre Daten regelmäßig pflegen und diese mit dem Tierarzt oder mit dem Futtermittelberater auswerten, dass somit die Probleme schnell erkannt werden und schnell Reaktionen bzw. Maßnahmen getroffen werden, um die Rendite zu sichern und die Probleme zu lösen. Das sichert die Zukunft aller Betriebe. Und nur die besten Betriebe werden in der Zukunft überleben, da das Geschäft immer schwieriger wird, die Renditen geringer werden und wir somit auf das letzte Ei angewiesen sind.